Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge Spin Tires Mudrunner mit dem Wockeli Pockeli und unserem Mann fürs Grobe. Man sagt, er habe ein Mustache über der linken Pobacke und er fährt in 30 Zonen generell rückwärts. Was wir von ihm wissen ist, er heißt Ismofor. Hallo, generell Hallo. Rückwärts, ist auch... Ja, und ich habe mich hier erfolgreich festgefahren, wie ihr alle sehen könnt. Ein Traum. Ja, jeder kann irgendwas. Vor allem festfahren. Aber dann mache ich nämlich diesen ganzen Quatsch jetzt noch viel einfacher. Denn bevor ich jetzt mit dem Kranwagen komme und hier diese Baumstämme aufhebe, löse ich diesen Hänger einfach, gebe diese drei Punkte ab und mache mit einem anderen Kran kurz Holz. Brauchen wir da nur noch irgendwie einen Punkt oder was, ne? Ja. Ja. Jetzt bin ich nämlich komplett fest hier. Was ist das denn für ein Quatsch? Wir wollen einfach weiterfahren, oder was? Ja, einfach ohne weiterfahren. Anhänger. Das mache ich hier. Machen wir ruckzuck. Ach, warte mal. Windpunkt wählen. Zack, hier so. Jetzt Winde. Hallo. Genau, raus da. Ab die Post. Weg mit dem Quatsch. So. Denn dann brauche ich ja nur noch einmal Kurzholz, ne? Mit dem Kram. Ja. Ja. Kann der Kran an alleine Kurzholz laden? Glaube ja. Weiß es aber nicht. Ohne den Anhänger? Ja. So, warte, dann kannst du dich nämlich an mich dranhängen. Warte, ich gurke an dir vorbei. Weil so wird das nichts. Nee, ich komme da nicht hoch. Ja, warte. Ich häng an einem Stein fest. Oh, oh, oh. Oh. Alter. So, ich habe schon mal den Windpunktanfrage gemacht. Sehr jo. Schön. So, und gib alles. Fortgeschritten, Handbremse raus und... Ja, gib alles, Wocke, gib alles. Ja, gib da gerade. Geil. Ja, ja, ein bisschen, komm da. Ein bisschen passiert, ne? Ah ja, ein bisschen. Ja, bitte, bitte, bitte. Ja, warte, ich lenk nochmal. Mehr Zug nach vorne. Warte, ich glaube, es ist sinnvoll. Löse nochmal die Winde, bitte. Wenn ich ein kleines Stück weiter vorfahre. So, jetzt nochmal ran, die Winde. Alles klar. Ja. Und Schub. Ja, 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 ja. Komm. Einmal hupen nochmal. Oh. Diese blöden Steine, ey. Wir hatten die ja hingelegt. So, bleib einfach an der Winde dran. Ja, mach ich. Jetzt wird's nämlich richtig spannend. Oh, wie soll ich da denn rumkommen mit meinem... Ja, das kriegen wir hin. Mit meinem Gefährt. Das kriegen wir hin. Das sagst du so einfach. Ja, das geht. Ich zieh dir. So, schön geradeaus. Ja, Mann, das läuft doch wie am Schnürchen hier. Yes, yo. Geht steil vorwärts. Ich habe ein bisschen Panik um meine Ladung. Die wackelt da gefährlich hin. Ist das so? Ah, jetzt muss ich nochmal. Aber das sieht gut aus. Link. So. Schön nach rechts außen, eine große Kurve fahren. Ja, ja. Achtung, Steine außen. Toll. Einem das Leben ja schwer zu machen. Ja. Und dann jetzt durch die Mocke. Durch die Mocke. Nein. So, klappt doch. Nicht Winde. Ich winde doch gar nicht. Doch, du windest. Ich hab's gehört und gesehen. Lüg mich nicht an. Ich würde doch niemals lügen. Du lügst ja schon wieder. Ich habe 100, nur noch 162 Liter Sprit im Tank. Ja, ich habe noch 55. Das heißt, ich habe auf dieser kurzen Kurvenstrecke jetzt 100 Liter Sprit verbraucht. Geht mir genauso. Geil. Das klappt ja. Meine Tankanzeige ist schon rot. Umweltbewusst. Errungenschaft freigeschaltet. Sehr schön.
umweltbewusst mit einem Spritverbrauch von 42 Liter pro Minute. Das ist hier der Witz an der Sache. Ja. Ökologischen Fußabdruck von einer Atombombe. Ah, so, wir sind oben drauf. Auf dem Berg. Geil. 1+ und ab die Post. Hui! Kaum ist das Schwedegewicht hinten dran weg, ne? Und weg. Tschüssi, Wocke. Tschüss. Sprit sparen, Allrad aus. Allrad aus? Ja. Dann sinkt der Spritverbrauch spontan mal auf 9 Liter. Mokko, du musst gleich mit deinem Tankwagen kommen. Ich hab nur noch 30 Liter. Ja, ja. Ich befürchte das. So, Allrad an. Und spontan unterdreht der Motor. Haha. Ja, ja, super. So, gleich mal auf die Karte gucken. Wie weit wir denn hier schon sind. Weil dann weiß ich nämlich nicht, ob es schneller ist, wenn ich mit dem anderen von oben die Straße runterfahre und uns entgegenkomme. Oder ob ich dann mit dem einen... Wir von werden hinten. Sehen. Mit dem einen von hinten kommst, ne? Ja, genau. Von hinten kommen ist super. Das ist eh das Beste. Das macht aber auch am meisten Spaß. Auf jeden Fall. Ja, Wocke, mein Motor fängt schon an zu klappern, ne? Ist das so? Sprit wird langsam knapp. Okay. Fängt schon an zu stottern. Ja, ich bin jetzt mit 92 Liter auch fast am Ende. Dann parke ich hier in der Kurve. 93 Liter, ich habe nur 8. Ja, die 93 Liter sind bei mir auch in 2 Minuten weg. So. Handbremse an, Motor aus. Dann gucke ich mal eben auf die Karte. Und ja, da bin ich mit 100%iger Sicherheit schneller. Wocke. Ja. Häng fest. Geil. Ach, ich komme hier nicht weiter. Ja, ich hole dich mit dem Tankwagen ab. So. 43,20. Frontauspuff. Ran. Montieren. Tankwagen. Sattelkupplung weg. Sattelkupplung abmontieren. Tankwagen montieren. So. Dann mal zu. Dann rasen wir mal schnell wie ein geölter Blitz, der nicht ganz so geölt ist. Hier runter. Schnell zur Tanke. Was? Ich glaube, jetzt ist leer. Alle Liter. Ja. Tank ist leer. Geil. Dann. Genau. Mache ich mal eben hier den blauen Start klar. Was mache ich? Welches Fahrzeug hast du jetzt noch auf dem Feld stehen? Auf dem Feld gar keins. Auf der Werkstatt habe ich noch den 131 und den K700. Okay. Weil wir brauchen jetzt noch einmal Holz. Ja. Kurzholz sozusagen. Ja. Haben wir eine Möglichkeit, das irgendwie jetzt anderweitig noch zu bewerkstelligen? Einmal Kurzholz mit irgendeinem? Ja. Mit dem Kran und so. Guck doch mal, ob du mit dem Kran Kurzholz transportieren kannst. Oder ob du dann nur mittellanges Holz transportieren kannst. Weil dann ist das nämlich Quatsch, jetzt mit dem D noch weiterzufahren. Keine Ahnung. Weil der 131 kann keinen Kran tragen, ne? Der kann keinen Kran fahren. Deswegen sehe ich das nicht. Ach, total sinnfrei. Naja. Verdammt. Könnte man halt so eine Ladefläche mitnehmen für Kurzholz, ne? Ja gut, das ist ja auch sinnfrei. Ja, da muss man trotzdem mit 2 Autos da runterkarren. Ja. Ob, macht ja sowieso gleich Sinn, weil... Ja, pass auf, dann mach du einen Startklar mit Ladefläche und Kurzholz. Ja, hab ich. Und dann mach ich einen Startklar mit Kran. Und alles dann fahr klar. Du schon mal zu der nächst sinnvollen Stammausgabe. Ja, dann, das ist dann wieder unten. Okay. Also die da, nicht da, wo wir vorhin angefangen haben, sondern die ganz da unten. Ja. Ja, dann hin da. Okay. Frage ich mich jetzt, ob ich mit dem K700 heizen soll oder mit dem 131. Ja. Ich glaube, ich
glaube, ich nehme den K700 dafür. Warte mal, dann ist doch jetzt... Also einmal kurz klar nachdenken hier. Ich habe jetzt oben an der Werkstatt kein weiteres Auto stehen. So, an der einen Stammausgabe steht mein C255 als Tankwagen. Da ist jetzt noch Sprit drin. Ja, den brauchen wir jetzt auch. Den brauchen wir auch, genau. Demnach macht es ja jetzt überhaupt gar keinen Sinn, jetzt mit dem Blauen auch noch als Tankwagen runterzukommen. Nee, das ist jetzt totaler Bullshit. Dann mache ich auf den Blauen jetzt am besten direkt den Kran drauf und fahre mit dem jetzt runter zur Stammausgabe und fahre jetzt mit dem 255. Dann fahre ich halt mit dem 255. Der hat noch 711 Liter an Bord, das reicht. Komm, dann fahre ich mit dem jetzt hinterher, auch wenn das jetzt länger dauert. Aber dann hole ich gleich den Blauen als Kranwagen. Sonst macht das ja gar keinen Sinn. Dann haben wir zwei Tankwagen rumstehen und dann muss ich wieder ganz zurückgurken, um den Kranwagen zu holen. Dann fahren wir ja dreifache Strecke. Also wie machen wir das jetzt? Ich habe kurz nicht aufgepasst. An der Stammausgabe, wo wir das Holz geholt haben. Ja. Da steht ja jetzt der Tankwagen. Genau. Den hole ich jetzt. Ja. Genau. Und den modelst du dann um, oder was? Nee. Umbauen zum Kranwagen tue ich jetzt den Blauen, der da oben noch an der Werkstatt steht. Ach so. Der jetzt gerade an der Tankstelle steht. Okay. Ja. Und mit dem fahre ich dann zur Werkstatt runter und genau, fahre dann runter zur Stammausgabe. Was mache ich denn mit dem K700? Kurzholz. Okay. Oder nicht, oder doch? Ja, kann ich machen. Ja, ne? Ja. Machen wir so. So. So, und dann soll ich mit dem, wohin mit dem K700? Zu der sinnvollsten Stammausgabe. Ja, dann, die ist wo? Da unten, ne? Ja, würde ich sagen. Ja, ne? Oder dann fahr ich da mal hin. Da unten, ja. Ich hoffe, das geht mit dem K700. Ja, glaub schon. Der wühlt sich ja auch eigentlich überall durch. Naja. Aber der hat halt einen Anhänger, ne? Das ist ja das Doofe dann daran. Nö, das geht. Das hatte ich ja letztens auch mit dem K700 und dem Anhänger hinten dran. Das ging ja super. Ja? Ja, ja. Alles klar. Das klappt echt gut. Steine Verantwortung hin, Junge. Ja, ja. Ja, 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 ja. Aber bis ich da ankomme, habe ich bestimmt eh da keinen Sprit. Das kann dir passieren. Ist die Frage, jetzt wo fahre ich am besten lang? Fahre nach da und dann fahre ich nach da so. Ich denke mal, das ist gut so. Du machst das. Ich mach das schon. Also, wenn ich den K700 fahren müsste, da hat ja keine Stoßdämpfer. Ja. Wenn ich da so rumholpern würde, innen drin, ja. Ich wäre ja schon ein bisschen angepisst dann, ne? Ja gut, der federt ja nur durch dieses riesige Volumen der Räder. Aha. Versuch da mal einen Kaffee zu trinken. Keine Chance. Cupholder kannst du vergessen. Das ist mehr so ein Cup-Katapult.
auf Katapult. Ja, eben, ja. Das meine ich ja. Ich war ja schon ein bisschen angepisst dann, weißt du? Ja. Willst du genüsslichen Kaffee trinken morgens um 3? Keine Chance. Weißt du, weil du arbeiten musst? Genau. Nix da. Kaffee in den Cup holder, gleich wieder raus. Tschüssi. Sproing und weg. Oder versuch mal ein Brötchen zu beißen. Ja, das kannst du, schaffst du vielleicht noch. Aber erstmal tupfst du dir mit dem Brötchen das ganze Gesicht ab, bevor du deinen Mund triffst. Aber es ist dann so ein schönes Mettwurstbrötchen. Genau, mit Senf. Mit Senf. Ganzen Senf und die Mettwurst im Gesicht verteilt. Ja, Mann. Da kriegst du richtig gute Laune dann morgens früh um 3 schon. Auf jeden Fall. Und mir gehen diese ganzen Tümpel auf den Sack. Ja. Die sind richtig hartnäckig auf dieser Karte. Ja, an so einem Tümpel häng ich jetzt gerade auch. An der Stelle, wo du gehangen hast. Ja, siehst du? Häng mit dem K700 auch an so einem Tümpel, ey. Mit dem K700? Ja, ja. Also der quält sich hier jetzt ganz langsam durch. Wenn ich zu schnell Gas gebe, grabe ich mich ein. Okay. Ah, komm, Junge. Jawollo. Jetzt geht's wieder rund hier. Ich habe keine Ahnung, woran ich gerade festhänge. An einem Stein bestimmt. Ich hing ja auch vorhin die ganze Zeit an irgendwelchen blöden Steinen fest, ey. Das gibt's doch gar nicht. Winde. Binde mein Freund und Helfer. Ja. Wer braucht schon Polizei? Als Freund und Helfer. Winde! Wer braucht eine Polizei, wenn er eine Winde hat? Richtig. So. Das ist jetzt so ein bisschen der Selbstaufopfernde hier. Ja, weil du? Ich habe selber nur noch 38 Liter Sprit im Tank. Und wenn ich den jetzt auftanke, kann ich nur noch einen von uns beiden wieder betanken. Aha. Ist so ein bisschen stumpf jetzt gerade. Ah, okay. Hättest du vorher tanken sollen, ja? Ja. schon echt so ein bisschen bescheuert. Ja, dann kannst du ja nochmal zurückfahren, ne? Nochmal tanken und dann nochmal hinfahren, um den anderen dann zu betanken. Naja, ist so. Das ist so. Da muss ich jetzt hoch. Da müssen wir durch, ne? Da müssen wir jetzt durch. Ja, es macht einfach keinen Sinn. So. Vorteil ist, jetzt bin ich natürlich leichter hinten. Das stimmt. So wird's was. Steilste Stück jetzt gerade. Aber der macht sich gut hier. Geht hier echt gut hoch, der Grüne. Ja. Ja. Ich fahre gerade die fiesen Serpentinen hoch. Mhm. Ja. Das macht er ganz souverän.
Ich finde es so angenehm, wie leicht es zu lenken ist mit dem K700. Das stimmt. Dadurch, dass er ja keine sich drehenden Räder hat, sondern eine komplette Mittelachslenkung. Genau. Ganz angenehm. Ja, das stimmt. So, Differentialsperre aus. Und 1 plus rein. Auf die Post. Schubrakete! In wen von uns beiden betankst du? Dich. Geil. Fühle mich geehrt. Ja. Sagst du, ja, das kannst du auch sein hier, ne? Ja, ja. So, da bist du auch schon. Ach ja, warte mal, da muss ich jetzt zu dir kommen, ne? Ja, dann muss ich einmal kurz einloggen, warte. Ja. Einloggen? Sozusagen. Ich logge mich mal eben hier ein. Hallo, Bocke. Hallo. Guten Tag. Ich rumpel mal hier vorbei. Oh. Mach das mal. Entschuldigung. Ja, ja, ja. Halt. Stopp. Tankwagen. 413 Liter. Wie viel hast du noch? 413. Oh, 270. Dann kann ich mich ja auch noch betanken. Geil. Ja, warte. Du hast mich nicht vollgetankt hier. Nein? Nein. Fehlen nur 70 Liter. Oh. Oh. Es fehlen noch 70? Ja. So. Dankeschön. Jetzt. Warte, 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 nimm mich mit, nimm mich mit. Ach, das geht ja, Leute. Das geht, Nee, nee, weil vorhin hing ich hier fest. Ach so. Deswegen. So, dann kann ich hier meinen K700D5 irgendwas bla auch noch tanken. Dann geht das ja doch. Geil. Geilomatico. Dann reicht das auch noch. Für diesen kleinen Hügel hier alleine habe ich jetzt schon wieder 11 Liter verbraucht. Ja, das ist total krass. Ich meine, in Real Life wäre es ja auch so, aber naja. Aber so schaffen wir das jetzt. Wir brauchen ja nur den Weg fahren bis da und dann zum Sägewerk rein. So. Richtig. Achso, und ich will natürlich auf den D535 wechseln. Bist du dir sicher? Ja, bin ich. Okay, dann fahren Sie mal wieder vor. 233 Liter müssten reichen dafür. Oh, könnte bei dir knapp werden. Nö, das müsste reichen. Jetzt ist der Weg nicht mehr so schlimm. Oh nein, nicht rückwärts gehen. Das Schlimmste haben wir überstanden. Nee, noch nicht. Wir müssen das Ganze ja nochmal machen. Ja, aber mit einem anderen LKW dann. Ja, 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 ja. Was gehst denn du so Speedy Gonzales ab, ey? Ja, dritter Gang, kein Allrad. So. Ja, ich brauche hier alles. Diff und Differentialsperre und Allrad brauche ich hier, um hier durchzukommen. Ja, der Vorteil eines Zuges. Ja. Der zieht. Jawohl. Jetzt wird es wieder ein bisschen mockig. Achso, warte mal. Ist das der richtige Dings hier? Ja, ist richtig. Hier müssen wir lang. Ja, wir müssen durchs Wasser. Aber das ist zum Glück nicht so tief. Nee. Und auch hier wieder links bleiben. Ja, ja, zieh mal davon. Tschüss. Ja, mach ich. Merkt das. Aber hier stehen ja genug Bäume zum Glück. Hier kannst du auch die Winde mit benutzen. Das stimmt, das stimmt.
muss halt echt gucken, dass ich in Schwung bleibe, um nicht so viel Sprit zu verbrauchen. Weil wenn ich einmal in Schwung bin, dann kann ich den Allrad ausmachen. Alter, diese scheiß Baumstämme nerven mich jetzt hier voll. Scheiß Baumstämme haben nämlich meinen Hinterreifen oder mein Heck blockiert. Mein Heckanhänger. Hängst du fest? Ja, ja. Fuck. So richtig? Ja, ja. Warte. Ich versuche mich gerade mit ein paar Bäumen im Wasser zu ziehen hier. Ja, wenn es nicht klappt, dann warte, mache ich. Nicht umkippen. Das war knapp. Das war echt scheiße knapp. Nicht umkippen. So. Ich komme dir helfen. Hey, alles gut, alles gut. Achso, fährst du schon wieder? Naja. Okay. Yes, ich fahre wieder. Sehr gut. Ach, ich bin wieder on the road. On the road? Yes, 1 plus. Du musst dem Weg hier folgen, ne? Einfach dem Weg folgen. Komm, quäl dich, Karre. So, dann bleibe ich nämlich hier stehen. Nimm den D535. Das dürftest du mich auch schon sehen. Ach ja, da sehe ich dich. Genau. Da komme ich. Und dann nehmen wir jetzt nämlich die Straße. So. Boah, geil, Straße, das ist ja, ein richtig Luxus, ey. Ja, Mann, Stein. Naja, ist nicht lange Straße. Schade, aber trotzdem Luxus. Ja. Aber man kann das Sägewerk schon sehen. Kurbel. Wow! So, 3 Punkte entladen. Dann lassen wir den Kollegen hier stehen. Ich hätte mich jetzt beinahe vor dem Sägewerk nochmal herangelegt. Mach doch sowas nicht. Das wäre richtig mies, oder? Ja, auf jeden Fall. Das wäre richtig mies. So, Motor abstellen. Ich muss den C255, der kommt jetzt wieder zurück zu der Tanke. Weil wir fahren ja runter zur Stammausgabe. Das heißt, oder ist hier oben noch eine Tanke? Oh, geil. Angekommen, Wocke. Geil. Bin ich jetzt schneller? Also, dein K700. Switch mal bitte auf dein K700. Ja, sofort. Ich will den hier auch noch zur Seite stellen. Stell ihn einfach in den Wald, ja? Ja. So, weil dann machen wir mit ihm jetzt nämlich... K700, hier bin ich. So, wo bist du? Da bist du, alles klar. Weil dann, aber das ist ja jetzt... was machst denn du da? Ich möchte von da aus zur Tanke. Da musst du aber noch viel weiter runter. Ich muss hier sowieso runter. Ich will ja da zu unten zu der Stammausgabe. Ja. Und dann wollte ich halt die Tankstelle mitnehmen. Ja, okay. Weil ich habe so gut wie keinen Sprit mehr. Ich hoffe, dass ich wenigstens bis zur Tanke komme. Ja, sonst kann ich dir mit dem C255 entgegenkommen. Der ist ja noch hier unten. Ja. Und da tanken. Okay, dann mache ich nämlich jetzt dann runter zu der Stammausgabe. Dann mache ich jetzt hier oben den anderen Start klar mit dem Kran, richtig? Ja, genau. Okay. Ah, oh, und ich hänge schon wieder fest hier, ey. So.
Hier bin ich durchgekommen, endlich. Jetzt muss ich gucken, ob ich durch diesen Fluss hier komme. Mal gucken, ob ich durch den Fluss komme. Und ob ich durch den Fluss komme und ob ich bis zur Tanke schaffe, das würde ich sagen, sehen wir in der nächsten Folge. In der nächsten Folge, meine Lieben. In der nächsten Freunde, liebe Folge. Genau. Alles klar. Bis dahin. Macht's gut. Macht's gut. Tschüss.